Vielen Dank für die Vorstellung, habe ich schon gesagt. Sie haben ja jetzt die Erwartung geäußert, dass ich Sie ein wenig quasi bei der Stange halte, indem ich vielleicht auch etwas unterhaltsam vortrage. Das kann ich leider nicht versprechen. Was ich versuchen werde, ist, meine Überlegungen etwas zugespitzt vorzutragen. Und das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Thema ja relativ weit gesteckt war. Ich habe jetzt noch mal gesehen, das Panel ist überschrieben mit Vertiefung oder Integration oder Zerfall der EU. Ich habe jetzt versucht, schon bei den Perspektiven der Integration eine gewisse Fokussierung vorzunehmen mit Blick auf die Rolle der Europäischen Union in der neuen globalen Geoökonomie. Also ich werde auf die ganzen Tendenzen der Desintegration, die es auch gibt innerhalb der Europäischen Union, die vor allen Dingen mit dem aufkommenden Rechtspopulismus, den nationalistischen Orientierungen verknüpft sind. Der Brexit ist ein Ausdruck dieser Entwicklung, aber auch die Erosion des Migrationsregimes, die schwindende Funktionsfähigkeit des Schengen-Regimes drückt das aus. All das werde ich nicht thematisieren. Ich werde bloß sagen, das gibt es, das kann möglicherweise in den nächsten Jahren noch stärker werden. Die EU hat aber auch gleichzeitig Instrumente parat, mit denen sie das ein wenig einhegt. Also wenn man sich anschaut, wie Giorgia Meloni in Italien sich doch auf die Europäische Union einlässt, weil sie relativ viele Mittel aus dem Next Generation EU-Fonds erhält, dann sieht man, wie die EU da auch einige der nationalistischen Tendenzen aufhängt. Ich werde mich vor allen Dingen jetzt konzentrieren auf die Schritte, die eigentlich mehr Integration mit sich gebracht haben und ein mehr an Integration, was sicherlich umstritten ist. Also mehr Integration, die Richtung weist in Richtung eines neuen Staatsinterventionismus, der im Sinne der Positionierung der Europäischen Union in der globalen Geoökonomie interpretiert und genutzt wird. Wenn ich jetzt von Geoökonomie spreche, markiert das vielleicht schon einen kleinen Unterschied zu den Diskussionen, die wir bislang hatten über die Geopolitik. Beides nimmt Bezug auf den Raum, also auf die unterschiedlichen Räume, auf das Land, die Meere, den Luftraum, Weltraum, Cyberspace, alles, das sind sozusagen Räume, in denen auch ökonomische Prozesse und politische Prozesse sich vollziehen. Die geopolitischen Debatten scheinen ja vor allen Dingen auf Fragen der Sicherheit und Bündnispolitik fokussiert zu sein, währenddessen es bei der Geoökonomie vor allen Dingen um die Kontrolle transnationaler Wertschöpfungsketten geht. Und da ist mein Eindruck, versucht die Europäische Union mit einer Reihe von neuen Instrumenten verstärkt eigene Ansätze zu entwickeln. Und die sind quasi begleitet durch einen neuen Staatsinterventionismus. Wir hatten gestern kurz bei Thomas die Frage der zeitlichen Einordnung. Ich denke, dass dieser Staatsinterventionismus gut greifbar ist seit etwa Mitte der 2010er Jahre, also mit dem Übergang von der Barroso-Kommission zur Juncker-Kommission, dass er aber wichtige Ursachen, nicht die einzigen Ursachen, aber wichtige Ursachen und Impulse durch die Weltfinanzkrise und deren Verarbeitung erfahren hat. Ich werde versuchen, meine Überlegung in drei Schritten voran vorzustellen. Ich werde erstens eingehen auf die Dynamiken in der globalen politischen Ökonomie und versuchen zu begründen, dass sich eine neue globale Ordnung einer neuen Geoökonomie herauskristallisiert. Dieser Zugriff macht schon deutlich, dass aus einer politökonomischen Perspektive natürlich auch die innereuropäischen Dynamiken wirken, dass aber gleichzeitig eine wesentliche Funktionsbestimmung, so hat das Albert Stadsmar vor einigen Jahrzehnten schon formuliert, eine wesentliche Funktionsbestimmung der europäischen Integration darin besteht, zwischen dem Widerspruch, der zwischen der Enge der nationalen Märkte und den begrenzten Handlungsmöglichkeiten der Nationalstaaten auf der einen Seite existiert und den Anforderungen des Weltmarktes und den Prozessen der Weltmarktintegration, diesen Widerspruch zu bearbeiten und ihn in einer bestimmten Art und Weise zu prozeduralisieren. Und diese Prozeduralisierung sozusagen, die läuft über diverse Krisenprozesse. Da gibt es konkurrierende Allianzen, unterschiedliche Leitvorstellungen und es gibt sozusagen unterschiedliche strukturelle Bedingungen, die sich da in den Vordergrund stellen.
Das wäre der erste Schritt. Der zweite sozusagen ist die Auseinandersetzung mit den transnationalen Wertschöpfungsketten und deren Bearbeitung über industriepolitische und infrastrukturpolitische Kompetenzen und Ressourcen, die geschaffen wurden. Ich sage damit nicht, dass die Handelspolitik, die bilateralen Investitions- und Handelsabkommen keine Rolle spielen. Die sind ebenso wichtig. Das Neue besteht aber darin, dass flankierend dazu die Industriepolitik und die Infrastrukturpolitik in den Vordergrund tritt. Und schließlich werde ich drittens versuchen, den Staatsinterventionismus ein wenig einzuordnen, auch vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Wiederkehr austeritätspolitischer Programme. Relativ knapp zur neuen Geoökonomie. Die wird ganz gut erkennbar, wenn man die welthistorische Entwicklung sich im Verhältnis jetzt von Weltexporten im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sich anschaut. Dann sieht man, dass vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg die Globalisierung angelaufen ist. Diese Phase wird meistens als eingebetteter Liberalismus bezeichnet. Die Liberalisierung, Globalisierung konzentrierte sich vor allen Dingen auf die Gütermärkte. Ab den 70er Jahren, ich hätte jetzt die Trennlinie vor allen Dingen 73 mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems markiert, vollzieht sich der Übergang schrittweise hin zu einer neoliberalen Globalisierung mit einer umfassenderen, beschleunigten Globalisierung bezogen auf nichttarifäre Handelshemmnisse, die Dienstleistung, die Kapitalmärkte. Und schließlich haben wir ab dem Jahr 2007, 8, 9 dann quasi den Übergang zu einer neuen Geoökonomie, wo andere Prozesse in den Vordergrund treten. Man erkennt, dass zumindest die Dynamik des internationalen Handels im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt an Schwung verliert. Eine andere Grafik unterfüttert das nochmal, wenn man also den Pfad hätte einfach fortgeschrieben, wie wir ihn in den 2000er Jahren hätten, dann stellen wir, was das Welthandelsvolumen anbetrifft, an einer ganz anderen Stelle. Und wir haben also den Einbruch erstens mit der Weltfinanzkrise und dann nochmal mit der Covid-19-Pandemie. Und wir kommen nicht wieder an der gleichen Stelle raus, wo wir quasi vorher gewesen wären, wenn wir den Pfad weiter vorangeschritten hätten. Und vielleicht noch eine dritte Grafik, die das unterfüttert. Also ab dem Jahr 2008, 2009 haben wir eine relative Stabilisierung des Handels im Verhältnis zur Wertschöpfung. Also es ist keine Deglobalisierung zu beobachten, dass es einen signifikanten Rollback gibt. Aber wenn man sich die Wertschöpfungsketten anschaut im Verhältnis zum Handel, dann verlieren die insgesamt an Bedeutung. Also Wertschöpfungsketten, das sind die grenzüberschreitenden Transaktionen innerhalb der Unternehmen, wo Vorprodukte dann sozusagen an andere Firmen jeweils weitergegeben werden zur Weiterverarbeitung. Das deutet schon auf eine veränderte Konstellation hin und meines Erachtens lässt sie sich ganz gut charakterisieren als eine neue Ordnung der Geoökonomie, wo es vermehrt um die kompetitive Kontrolle von Wirtschaftsräumen geht. Also, das heißt nicht, dass nichttarifäre Handelshemmnisse, ausländische Direktinvestitionen, Foreign Direct Investments und die Finanzmärkte keine Rolle mehr spielen, dass das einfach zurückgenommen wird. Aber wir haben eine Konstellation, in der geoökonomische Kontrollstrategien vermehrt in den Vordergrund treten. Dieser Kontrolle ist in den wissenschaftlichen Debatten unterschiedlich konzipiert und diskutiert worden. Die Debatten über Weaponization, also dass bestimmte Vernetzung, Asymmetrien als Waffe genutzt werden, um auch politisch Druck auszuüben, im Sinne also einer strategischen Kontrolle von Wirtschaftsbeziehungen. Das ist nicht außen vor, das können wir nach wie vor beobachten. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es in dieser neuen Geoökonomie immer auch darum geht, produktive Aspekte der internationalen Vernetzung nutzbar zu machen. Also die Weaponization-Perspektive, also Waffen, die Interdependenz, die Infrastrukturen als Waffe einzusetzen, das ist durchaus relevant. Der Direktor des European Council on Foreign Relations, Mark Leonard, hat das mal so begründet, dass er sagt, das führt zu einem
Age of Unpeace, zu einem Zeitalter des Unfriedens. Interdependenzen werden zunehmend toxisch und die Asymmetrien, die darin angelegt werden, sozusagen werden zu einem strukturellen Problem in der Vernetzung der globalen Wirtschaftsbeziehung. Das stimmt, aber wir dürfen nicht übersehen, dass es dabei auch eine Reihe von produktiven Aspekten gibt und die Maßnahmen, die von Seiten der Staaten ergriffen werden mit Blick auf die Wertschöpfungsketten, bestehen ja nicht bloß in Sanktionen, bestehen nicht bloß in der Beschränkung des Marktzugangs, nicht bloß in Embargos und Ähnlichem, sondern auch darin, dass günstige Kredite bereitgestellt werden, Handels- und Investitionsabkommen abgeschlossen werden, eine intensive Wirtschaftsdiplomatie stattfindet, viele strategische Partnerschaften gefördert werden und eben auch industriepolitische Aktivitäten entfaltet werden. Und von daher sind es aus meiner Sicht neben den handelspolitischen und investitionspolitischen Aktivitäten vor allen Dingen zwei Felder, die in den letzten knapp 10 Jahren zunehmend in den Vordergrund gerückt sind, nicht bloß innerhalb der Europäischen Union, sondern auch in anderen Weltregionen. Das ist einerseits das Handlungsfeld der Industriepolitik. Industriepolitik wird unterschiedlich definiert, aber ein Kern der Industriepolitik besteht immer auch darin, einzelne Wirtschaftszweige und Unternehmen selektiv zu fördern, weil man meint, dass dieser Wirtschaftszweig besonders essentiell ist für die ökonomische und auch gesellschaftliche Entwicklung eines Landes. Es geht dabei vor allen Dingen darum, die Konkurrenzfähigkeit, die globale Konkurrenzfähigkeit über industriepolitische Maßnahmen zu stärken und gleichzeitig externe Abhängigkeiten zu minimieren. Industriepolitik ist ein Begriff, der sehr stark schon auf Manufacturing, also die herstellende Industrie, zielt, aber grundsätzlich auch ausdehnbar ist auf Dienstleistungsbereiche und also nicht bloß auf die Schwerindustrie oder Ähnliches, sondern auch auf den ganzen Bereich der Hightech-Industrien entsprechend. Die Zielsetzungen der Industriepolitik sind, wie ich jetzt dargelegt habe, primär ökonomisch und auch geoökonomisch, aber es gibt immer auch konkurrierende oder komplementäre Zielsetzungen. Die sind zum Teil ökologisch orientiert. Wir haben das gestern schon beim Green Deal diskutiert. Sie können stärker sozial integrativ ausgerichtet sein, also im Sinne einer sozialen Flankierung von bestimmten Transformationsprozessen. Und sie können auch stark demokratisch orientiert sein, wenn man sozusagen nicht bloß top-down von Seiten der staatlichen Kontrollagenturen die Politik bestimmt, sondern auch die Beschäftigten und andere Stakeholder in den Prozess mit einbezieht. Und Ähnliches gilt im Prinzip auch für die Infrastrukturen. Ich denke, dass im Kontext der transnationalen Wertschöpfungsketten vor allen Dingen die Infrastrukturen der Globalisierung zentral sind, also weniger die sozialen, die gesellschaftlichen Infrastrukturen, sondern die Infrastrukturen der Globalisierung. Und Infrastrukturen der Globalisierung sind Handelswege, vor allen Dingen die Schifffahrt, die Bahnstrecken, Luftfahrt und so weiter, die Netzwerke der Energieversorgung, die verschiedenen Pipelines, die Stromnetze, Hafenterminals, die Wasserstoffinfrastruktur, darauf wurde auch schon häufiger hingewiesen, internationale Zahlungssysteme, die man lange Zeit gar nicht so richtig wahrgenommen hatte, wie SWIFT, und natürlich zunehmend auch die hochtechnologischen Infrastrukturen, also die Internetkommunikation, die Cloud-Systeme, die Navigationssysteme, GPS, 5G-Netze und so weiter. Charakteristisch für Infrastrukturen ist, dass es sich dabei um Netzwerken handelt. In der Regel gibt es bestimmte Knoten und es gibt Verbindungslinien, die Leitungen, die Pipelines und so weiter. Und diese Infrastrukturen sind fest im Raum verankert. Also die über den Meer, über die Seewege und so weiter oder auf dem Land oder im Cyberspace oder die verschiedenen Räume sozusagen werden mit Netzwerken durchdrungen. Sie sind dort entsprechend verankert und haben gleichzeitig die Fähigkeit, Mobilität zu erzeugen. Mobilität von Waren, von Informationen, von Dienstleistungen, von Geld, von Ressourcen und anderen Dingen mehr. David Harvey hat das auch dahingehend zum Ausdruck gebracht. Infrastrukturen sind quasi spatial temporal fixes im doppelten Sinne. Also sie verankern quasi die wirtschaftlichen Prozesse im Raum und in der Zeit.
Sie reparieren, sofern es sich dabei um Investitionen der öffentlichen Hand handelt und auch die konjunkturellen Dellen quasi ausbalanciert werden, sie reparieren auch den Konjunkturprozess zum Teil. Und es gibt viele andere Merkmale, aber ein Merkmal möchte ich noch hervorheben. Und es sind häufig Infrastrukturen, die sozusagen multilayered sind, quasi mehrere Formen ineinandergreifen. Und wir können beobachten, wie gerade die hochtechnologischen Infrastrukturen viele andere Infrastrukturen sozusagen verzahnen und sozusagen modernisieren und weitertreiben. Ich denke, dass diese beiden Bereiche, also die Industriepolitik und die Infrastrukturpolitik, in den letzten Jahren in den Vordergrund getreten sind und das insbesondere innerhalb der Europäischen Union. Vor dem Hintergrund vor allen Dingen diverser Krisenprozesse. Also die Finanzkrise ist ja quasi vorangeschritten zu einer Staatsschuldenkrise, dann sozusagen über die Austerität zu einer Krise der sozialen Sicherungssysteme, zu einer Demokratiekrise. Die ökologischen Krisenprozesse werden mehr und mehr bewusst. Also diese Überlagerung hat dazu geführt, mit dazu beigetragen, dass auch im europäischen Raum vom neoliberalen Paradigma insofern etwas Abschied genommen wurde, als man meinte, über eine stärkere Staatsintervention und eine stärkere Steuerung der europäischen Ökonomie diesen Krisendynamiken und den desintegrativen Tendenzen innerhalb der Europäischen Union entgegenzuwirken. Wichtige Schritte waren dabei der Juncker-Plan, also dieser European Fund for Strategic Investments. Da hat man damals schon versucht zu hebeln, die Bilanzen fallen gemischt aus. Einige sagen, das war sehr erfolgreich. Andere sagen, das ist sehr stark geschönt, was da an Effekten berechnet worden ist. Ich selbst kann es nicht genau beurteilen. Wahrscheinlich kann man festhalten, dass der Plan einigermaßen erfolgreich war, aber nicht so, wie es häufig dargestellt wird. Zweitens hat man vor allen Dingen in der Covid-Pandemie mit dem Next Generation EU-Fonds ein erhebliches Potenzial, finanzielles Potenzial mobilisiert, 750 Milliarden Euro, um auch den Klimaschutz und die Digitalisierung zu fördern. Also ungefähr 37% der Ausgaben aus diesem Klimafonds sollen für Klimaschutz, aus dem Next Generation EU sollen für Klimaschutz bereitgestellt werden, über 20% für Digitalisierung. Das ist, wenn man das im Verhältnis sieht zu den Konjunkturprogrammen nach 2019, eine relativ nach vorne gerichtete Infrastrukturpolitik und Industriepolitik. Die europäischen Entwicklungsbanken auf supranationaler wie nationaler Ebene sind in den letzten 10, 15 Jahren deutlich gestärkt worden. In Deutschland wäre das die KfW. In den anderen Ländern gibt es entsprechende Pendants. Man hat aber auch mit dem Investment Screening und dem International Procurement Instrument versucht, Kontrollstrategien zu etablieren für mutmaßlich problematische Investitionen, vor allen Dingen gegenüber chinesischen Unternehmen. Und zuletzt hatte man mit den Important Projects of Common European Interest, eine interessante Abkürzung, also hat man versucht, bestimmte Schwerpunkte zu setzen, quasi Leuchtturmprojekte zu identifizieren mit Blick auf die Halbleiterproduktion, die Batteriezellenherstellung, Cloud-Infrastrukturen, die Wasserstoffherstellung, die pharmazeutische Industrie und so weiter, um insgesamt sogenannte resiliente Infrastrukturen, resiliente Wertschöpfungsketten zu erzeugen. Das wäre der Bereich quasi der Industriepolitik mit den wichtigsten Schwerpunkten. Die infrastrukturpolitischen Projekte haben meines Erachtens ebenso eine sehr starke geoökonomische Komponente, weil sie auch sehr stark auf die Initiative Chinas mit der Belt and Road Initiative, die schon 2011 gestartet wurde, reagieren. Mit erheblicher Zeitverzögerung gab es zunächst dann die Initiative der USA im Rahmen der G7, die Build Back Better World
Strategie zu entwickeln. Es wurde dann einige Zeit später umbenannt in Partnership for Global Infrastructure and Investment. Und die EU Global Gateway Strategie ist quasi Bestandteil dieser G7-Initiative. Von daher kann man sagen, dass die US- und die EU-Initiative weitgehend komplementär sind und sich versuchen, vor allen Dingen kritisch gegenüber China abzusetzen, um mit Blick auf bestimmte Korridore in Lateinamerika, Afrika und auch Asien geoökonomisch und auch teilweise geopolitisch dagegen zu halten. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Konflikten auch in den Bereichen. Welche Standards, Normen setzen sich durch? Wer kommt in welchen Ländern und Regionen zum Zuge? Und welche infrastrukturpolitischen Angebote werden quasi aufgenommen? Meines Erachtens scheint der Konflikt vor allen Dingen dann besonders zugespitzt zu sein, wenn es A, um Ressourcen geht und B, um die hochtechnologischen Infrastrukturen, also um Satellitensysteme und die Internetkommunikation, finanzielle Systeme wie SWIFT und so weiter und so fort. Die EU selbst hat mit Global Gateway beschlossen, 300 Milliarden Euro für die Jahre 2021 bis 2027 bereitzustellen. Das hört sich erstmal viel an. Es wird deutlich weniger, wenn einem klar wird, dass das im Prinzip die Bündelung bereits zugesagter oder eingeplanter Ressourcen sind, also nicht bloß zusätzliche, die man jetzt noch on top oben drauf packt, und dass quasi auch hier ein sehr starker Hebelungseffekt vorgesehen ist, dass öffentliche Gelder und Kredite von Entwicklungsbanken genutzt werden, um privates Kapital in entsprechende transnationale Infrastrukturprojekte hineinzuziehen. Ob das klappt und an welcher Stelle, ist wissenschaftlich hoch umstritten. Das hört sich alles sehr neu an, ist es zum Teil auch, aber es gibt eine längere Vorgeschichte. Anders als bei der Industriepolitik, die im Wesentlichen dann noch auf nationaler Ebene zum Teil lief, aber deutlich über die Binnenmarktdynamik und die Wettbewerbspolitik und die beihilferechtlichen Regelungen zurückgedrängt wurde, ist die Infrastrukturpolitik in den 90er Jahren im Zuge der Binnenmarktintegration gestärkt worden. Es gab die transeuropäischen Netze, die wurden dann auch im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik über die EU hinaus ausgedehnt. Man konnte dann eine zweite Phase beobachten, wo diese Infrastrukturprojekte oder überhaupt infrastrukturpolitische Modernisierungsmaßnahmen vor dem Hintergrund von 9/11 versicherheitlicht wurden. Also man sprach mehr und mehr von kritischen Infrastrukturen und hat dort entsprechend auch eine Richtlinie verabschiedet. Und seit den 2010er Jahren wird zunehmend auch von einer Weaponization, also das bewusst gesprochen, dass bewusst Infrastrukturen genutzt werden, um andere Akteure zu bestimmten Maßnahmen zu zwingen. Also diese geoökonomische Aufladung von infrastrukturpolitischen Aktivitäten tritt in den Vordergrund. Sie ist aber auch deswegen nicht ganz neu, weil vielleicht erinnert sich der eine oder die andere nochmal an Horst Köhler, der als Bundespräsident zurücktrat, weil er genau dieses Element, also der ja, militärischen Absicherung von Handelswegen bezogen auf Infrastrukturen thematisiert hat. Vielleicht sind andere noch die Bestimmung der europäischen Sicherheitsstrategie von 2003 bewusst, wo es auch genau um Handelswege und Rohstoffe ging und so weiter. Also das ist nicht alles vollkommen neu, aber es tritt vermehrt in den Vordergrund. Ich denke, dass die Infrastrukturpolitik und die Industriepolitik auch auf EU-Ebene deutlich machen, dass mit dem Staatsinterventionismus die EU sich partiell vom neoliberalen Paradigma löst, dieses zumindest transformiert. Wir können noch andere Felder identifizieren, wo ähnliche Entwicklungen sich vollzogen haben. Ein erstes Feld wäre die Geldpolitik, wenn man sich die Rolle der EZB anschaut. Die EZB hat sich praktisch transformiert im Zuge des Krisenmanagements der Euro-Krise und der Politik der Euro-Rettung. Sie hat Länder auf Last Resort-Aufgaben übernommen, nicht bloß für einzelne Banken, sondern auch für ganze Volkswirtschaften, also die Staaten. Sie hat über die diversen Aufkaufprogramme, insbesondere das Pandemic Emergency Purchase Program, sehr viel Geld
auf die Finanzmärkte gepumpt. Sie betreibt Wirtschaftspolitik im Rahmen der Troika oder hat das zumindest gemacht. Und sie übernimmt auch in der Bankenunion wichtige Aufsichtsaufgaben. Zuletzt ist sie unter Lagarde wieder stärker auf ihr ursprünglich definiertes Aufgabengebiet, nämlich den Kampf gegen die Inflation, zurückgeschwenkt. Aber interventionistische Elemente waren zunehmend stärker in der Krise hervorgetreten. Wir können auch in der Sicherheits- und in der Energiepolitik interventionistische Aspekte beobachten. In der Sicherheitspolitik sehen wir sicherlich, das wurde ja von Frau Weidt schon ausgeführt, eine Tendenz, europäische Kapazitäten zu stärken und aufzubauen. Zugleich sehen wir aber auch, dass die NATO gestärkt wurde. Das Verhältnis von NATO und europäischen Integration war lange Zeit immer ein komplementäres. Es hatte sich etwas gelöst. Und nachdem Macron die NATO als Hirntod bezeichnet hatte, ist quasi über den Krieg Russlands gegen die Ukraine eine Art Wiederbelegung erfolgt. Und man sieht, wie mehr und mehr Ressourcen und Gelder auch in diesen Bereich der sicherheitspolitischen und rüstungspolitischen Stärkung investiert werden. Und bei der Energiepolitik, da sehen wir genau, dass da industriepolitische, infrastrukturpolitische Ressourcen ebenfalls mobilisiert werden, insbesondere im Kontext des Green Deals, im Kontext von Next Generation EU und auch des Plans Repower EU geht es darum, unter geoökonomischen, teilweise auch geopolitischen Gesichtspunkten die Energiepolitik aufzubauen. Das heißt, wichtige Pfeiler der neoliberalen Organisation der Europäischen Union sind deutlich geschwächt worden. Das gilt für die Wettbewerbspolitik, die deutlich im Kontrast zur Industriepolitik zu sehen ist, also nicht ein Level Playing Field, sondern Industriepolitik heißt eben die selektive Förderung von bestimmten Bereichen und die Aufweichung der Beihilferegelungen weist deutlich in die Richtung, dass die Wettbewerbspolitik zurückgedrängt wurde. Bei der Geldpolitik sehen wir zumindest eine gewisse Modifikation, sodass auch dieser zweite Pfeiler neoliberaler Politik in Europa geschwächt wurde. Und die Fiskalpolitik ist mit der Aussetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts bis zum Jahr 2023, jetzt müssen wir schauen, was in den nächsten 2-3 Jahren passiert, ebenfalls deutlich zurückgefahren worden. Entsprechend gibt es einen neuen Staatsinterventionismus, aber diese Fiskalpolitik steht erneut zur Diskussion. Es wurde gerade verhandelt in Brüssel bei den Finanzministern und unser Finanzminister Christian Lindner blockiert nicht bloß die deutschen wirtschafts- und umweltpolitischen und sozialpolitischen Pläne, sondern auch eine gewisse Modifikation des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, also im Sinne einer eher langfristigen Regelung, wo bestimmte Investitionen ausgenommen werden. Die Investitionen, die Frankreich gerne ausnehmen will, sind vor allen Dingen die Verteidigungsausgaben. Da könnte es wahrscheinlich sogar einen Kompromiss geben. Das andere sind aber Investitionen in klimapolitische Ziele, dort wird eher blockiert und da möchte man einen stärken, aus deutscher Sicht zumindest, einen stärkeren Automatismus beibehalten und wird dabei von anderen Ländern natürlich ebenfalls unterstützt. Man sieht zumindest, dass die vorübergehende Steigerung der Investitionsquote wieder rückläufig ist. Bei den Zahlen muss man wissen, es sind nicht einfach zusätzliche Ausgaben, die in den Jahren 2020, 2021 getätigt wurden, sondern auch das Bruttoinlandsprodukt ist rückläufig, von daher steigt dann auch die Staatsquote. Das stellt sich nicht bloß in der EU insgesamt so dar, sondern hier sieht man auch, dass das in anderen Ländern wie Japan, USA und auch in China eine ähnliche Tendenz beobachtbar war. Und hier jetzt nochmal der Rückbau der Staatsverschuldung, der sich jetzt schon angedeutet hatte, der soll jetzt quasi in den nächsten Jahren wieder zurückgeführt werden. Es könnte zu einer Reetablierung des austeritätspolitischen Paradigmas kommen und das würde natürlich klarerweise bedeuten, dass neoliberale Praktiken auch in den nächsten Jahren fortgeschrieben werden. Ja. Letzte Folie. Wir haben
meines Erachtens klare Hinweise auf eine stärkere geoökonomische, teilweise vielleicht auch geopolitische Orientierung. Ich bin etwas skeptischer, was das geopolitische Potenzial betrifft. In der Geoökonomie sind die Instrumente verfügbar im Bereich der Handelspolitik, der Industriepolitik, der Infrastrukturpolitik. Bei der Geopolitik, zumindest was die militärpolitischen Ambitionen betrifft, gibt es zusätzliche Impulse, aber vieles erinnert auch erstmal an die Debatten, die es bereits Ende der 2000er Jahre gab. Also es ist ein inkrementelles Voranschreiten, aber ich wäre da etwas vorsichtiger. Deswegen ist mein Fokus stärker auch auf die Geoökonomie. Diese Geoökonomie drückt sich in einen neuen Staatsinterventionismus aus. Ich nenne jetzt nicht nochmal die Schwerpunkte, die es gibt. Und diese Schwerpunkte und die Aktivitäten, die es gibt, die werden aber durch das Geld- und finanzpolitische Korsett der WWU strukturell restringiert. Wenn man mehr will, auch gerade umwelt- und sozialpolitisch, gilt es also nach wie vor, die Governance, also die Regulierung durch die Wirtschafts- und Währungsunion zu kritisieren, aber auch den neuen Staatsinterventionismus. Weil wenn das stimmt, dass die geoökonomische Logik zunehmend in den Vordergrund tritt und die Sozialökologie und demokratiepolitischen Aspekte nachgeordnet sind, dann gilt es natürlich auch, diesen Staatsinterventionismus zu kritisieren. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man eine Modifikation oder weniger neoliberale Gestaltung hat, dass dann über einen Staatsinterventionismus alles besser wird, sondern im Gegenteil, wenn dieser nicht demokratisch und sozial- und umweltpolitisch eindeutiger definiert wird, dann kommen wir, denke ich, mit einer nachhaltigen und lebenswerten Europäischen Union nicht viel weiter. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, das war zugespitzt genug und bin dann natürlich sehr gespannt auf Kommentare und Nachfragen. Vielen Dank.